Alle Zwerge angekommen, hervorragend. Wir haben es hier geschafft. Wir haben auch die Lichtschwünchen. Hallo Bernburg! Hallo Bernburg! Da ist ja kein Zeitunterschied. Und dann gleich kommt der Wind auf. Wir sind ja so heiß. Wir sind ja. Herzlich willkommen zur Klosterweihnacht. Nach 2 Jahren Abstinenz freut es mich, euch so zahlreich hier wiederzusehen. Dieter, es freut mich ganz besonders natürlich, dass wir beide hier wieder gemeinsam auf der Bühne stehen mit so vielen tollen Leuten hier hinter uns. Ja, liebe große Kinder, liebe kleine Kinder, wir haben es wieder geschafft. Im vorigen Jahr waren wir ganz kurz davor und mussten trotzdem nochmal absagen. Jetzt wollen wir wieder gemütlich unsere Klosterweihnacht feiern. Wie immer die Bauern vom fruchtbaren Schrenzfeld und der gehört zur Weihnacht dazu und bringt die Geschenke der Schmalen. Jawohl, und den begrüßen wir. Und er ist natürlich nicht alleine, weil ohne Frauen wären jegliche Männer, nur Männer. Und deshalb hat er seine Weihnachtsfrau heute auch dabei. Hoho, hoho, liebe Kinder von Bernburg, der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau begrüßen euch recht herzlich zur Klosterweihnacht. Wir begrüßen natürlich auch alle Muttis, Vatis, Omis, Opis und alle Freunde und Bekannten. Der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau freuen sich riesig, in diesem wunderschönen Kloster mit euch die Klosterweihnacht zu feiern. Ihr habt schon einen Wunschzettel geschrieben. Mit den zweiten Bibeln. In jedem Jahr dabei, zeigt euch in aller Schönheit in Belgien. Umar from Pakistan and from my country. We people have love for your people and we love Germany. Thank you. Also aus Pakistan, sie lieben uns. Auf ein Weihnachtsmann aus Afrika. Bitteschön. Prinz aus Ghana. My name is Prince, and it's nice to be here to witness this Christmas. Last year, because of Corona, it was called off. So I came here from Berlin to witness the Christmas party. Also, auch die Grüße vom Kontinent Afrika. Lieber Bauer Dieter, sondern ein herzliches Dankeschön natürlich für diesen Trost, den man in schweren Stunden auch sicherlich jenseits der Wärmegewinnung gebrauchen kann. Und natürlich ein herzlicher Gruß und Wunsch für eine friedvolle Weihnachtszeit, eine schöne. Sie wird ja im Grunde hier in Bernburg immer eingeleitet mit der Klosterweihnacht. Und deshalb bin ich diesmal wieder gerne gekommen, fahre unglaublich gerne Trecker und freue mich mit euch allen, mit Ihnen allen aufs nächste Jahr. Alles Gute und frohe Weihnachten.
Aber das macht Spaß. Ich freue mich, heute hier zu sein. Bin nicht ganz alleine hier. Bin auch mit Olaf Feuerborn und Stefan Ruhland, die den Landtag hier mit vertreten, dabei. Ist eine tolle Sache. Und ich möchte eines sagen, nämlich mal einen ganz großen Dank an unsere Bäuerinnen und Bauern, die bei jedem Wetter, auch bei Wetter wie heute, im Kuhstall stehen, die auf den Äckern sind, die dafür sorgen, dass wir was zu essen und trinken haben. Das ist wichtig. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es für die heute einen großen Applaus gibt. Vielen Dank. Wir leben im ländlichen Raum, arbeiten für den ländlichen Raum und deshalb müssen wir auch für den ländlichen Raum was machen. Und deshalb, das ist mein Wunschzettel an die Ministerin. Dafür gibt es Beifall. 0-Euro-Ticket für den ländlichen Raum. Ich wusste, dafür bekommen wir Beifall. Liebe Kinder, habt ihr Angst vor dem Teufel? Nix. Die Bauern haben natürlich auch keine Angst vor dem Teufel. Deshalb werde ich den Teufel mal. Wir sind alle happy. Yes, happy, happy. Yes. Show me you're happy. And yeah. And children, were you good? Yes. Children, good? Eltern sagen nein. Kinder sagen ja. A lot of gifts with us. Yeah. Alle hier. Und wir freuen uns so sehr. Nach 2 Jahren, wo wir dann gefiebert haben, ob wir wieder zurück auf diese wunderbare Bühne und dann noch mit Schnee dabei sein können. Wunderbare Weihnachtstage an alle. Viele Geschenke, viele Freude und a Merry, Merry Christmas, everybody. Vielen Dank. Und Ihnen und uns allen wünsche ich eine friedliche Weihnacht und vor allen Dingen ein friedliches Jahr 2023. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Und wenn wir Frieden haben auf der Welt, dann können wir alle anderen Probleme, denke ich mal, lösen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank, Herr Hochschul. Du, der mit den Augen zwinkern kann und tanzen hin und her. Ich wünsche mir